Die Anwaltsvereinigung American Bar Association verlieh den International Human Rights Lawyer Award an den chinesischen Rechtsanwalt Gao Shisheng. Gao wird seit letztem Jahr vermisst. Er tauchte im April dieses Jahres kurz auf, ist aber seitdem wieder verschwunden. Es ist unbekannt, ob er verhaftet wurde, sich versteckt oder tot ist. Seine Ehefrau und seine 17-jährige Tochter waren bei der Preisverleihung in San Francisco Anfang August dabei. Die Tochter nahm die Auszeichnung für ihren Vater entgegen. We presented the International Human Rights Lawyer Award. Wir haben heute den International Human Rights Lawyer Award an Gao Shisheng verliehen, als Anerkennung seines langjährigen Engagements für die Menschenrechte aller und für seinen Kampf in seiner gesamten Karriere, jene zu vertreten, die einen Anwalt benötigen, um deren Menschenrechte zu verteidigen. Jedoch auch für sein Vorbild für andere Rechtsanwälte in China und der ganzen Welt, für die Rechte anderer sowie für ihre eigenen zu kämpfen. In China and around the world too. Fight for others' rights as well as their own. Gao gehört zu Chinas angesehensten Rechtsanwälten. Oft verteidigte er Hauseigentümer, Hauschristen und Falun Gong-Praktizierende. Kurz vor den Olympischen Spielen 2008 in Peking schrieb Gao einen Brief an den US-Kongress und kritisierte die Menschenrechtssituation in China. Daraufhin wurde er verhaftet und gefoltert. Seine Frau, Tochter und Sohn flohen letztes Jahr gemeinsam in die Vereinigten Staaten. Hier bekamen sie Asyl.